Willkommen, ihr Lieben, zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans. Mit mir, den Thorsten. Ja, was ist eigentlich passiert? Wir haben Nerven gezeigt, so muss man sagen. Und ein bisschen Bonus verteilen machen wir natürlich auch. Aber am letzten Spieltag war es nochmal ultra, ultra eng, ultra, ultra spannend. Und unsere deutschen Gegner haben uns auch keine Luft mehr zum Atmen gegeben. Aber ich würde sagen, wir gehen einfach mal rein in COC und wir haben Nerven gelassen. Ja, nicht wir haben Nerven gelassen, sondern man sagt, ja, wir haben Nerven gezeigt. Und ihr habt es ja im Thumbnail schon gesehen, Leute. 6 Einsterner. Das ist schon ein Wort zum Sonntag, muss man sagen. Aber eigentlich bin ich auch ganz froh, dass es so gekommen ist. Ich kann euch auch genau sagen, warum. Weil wir haben in der Woche eine echt tolle Liga hier gespielt. Danke nochmal an alle, die dabei waren. Und klar, wenn man natürlich die Krone im Blick hat und fast auf hat, dann will man sie auch aufsetzen. Hat hier eben jemand im Chat geschrieben. Gar keine Frage, aber es ist halt so, wie es ist. Und ich denke mal, wenn wir haben den Aufstieg nicht geplant. Er war möglich, aber er ist nicht mehr möglich geworden, denn der erste Clan hier, wir sind Zweiter geworden, kann ich euch jetzt schon so sagen, hat im letzten Spiel nochmal 39 Sterne vorgelegt und wir mussten ab einem gewissen Zeitpunkt, wo wir schon 2 Einer hatten, hier nur noch 2er und 3er hinlegen, also mehr 3er als 2er. Das ist uns leider nicht mehr gelungen. Also ihr seht, wir sind doch noch überlaufen worden mit 307 zu 292 Sternen. Wir haben den letzten Clan-Kick auch noch verloren gegen die Dark Dasher, obwohl wir auch alle Angriffe gemacht haben. Klar haben wir natürlich in der Woche ein bisschen was verloren an Sternen. Aber letztendlich ist es eigentlich nicht zu entschuldigen und ich habe auch zu den 6 kommen auch 2 von mir. Das heißt auch Avatar und Toto haben hier nur 1 Stern geholt. Eigentlich ziemlich schwach. Da hätte man safer ein bisschen mehr machen können. Naja, fürs nächste Mal sind wir ein bisschen besser gebrieft, aber ich will den Champion noch zeigen. Der Champ hat, glaube ich, auch einen Angriff nicht gemacht. Und also in der laufenden Woche. Und hatte ja nochmal ein bisschen überrascht mit einem Dreier auf die Nummer 2, auf den Deadpool hier. Und Glückwunsch nochmal an die Dark Clasher. Ich muss sagen, oder an die Dark Dasher, nicht Clasher. Ich wundere mich eigentlich so ein bisschen, warum die nicht oben weiter mitgespielt haben. Denn die Rathäuser passten gut, die Bases waren super. Die haben jetzt nicht so schlecht angegriffen. Und dennoch sind sie relativ weit unter uns. Das wundert mich eigentlich so ein bisschen. Aber vielleicht ist Serienwoche auch so nicht so gut verlaufen mit vielleicht nicht so vielen Angriffen und oder versäumten Angriffen, so will man es ja mal sagen. Und von daher weiß man nicht, warum das so gelaufen ist. Vielleicht ist einer von den Dark Dashern da. Oder ich muss mal bei Clash of Stars nachschauen, was da eigentlich gewesen ist. Okay, soll aber auch nur eine kurze Folge sein, denn ich will gleich noch Bonus verteilen. Wir wollen hier wieder starten in den CK, denn wir wollen wieder ein bisschen was live in den Livestream sehen. Aber ich muss erst mal ein bisschen auf entspannt machen. Nach so einer Woche brauche ich immer eine Woche Pause, also eine Woche Liga, eine Woche Pause und dann eine Woche wieder ein bisschen rauskommen und dann komme ich ja schon fast die nächste Liga wieder. Also so ist das immer so ein Auf und Ab. Ich bin auch mal gespannt, wie viel wir gleich noch sind, wie viele hier ihre Helden machen. 1-2 Leute kommen, glaube ich, noch zurück. Wir sind ziemlich voll im Moment. Was den Clan hier angeht, bin ich natürlich super, super froh rum. Allerdings gehe ich mit dem Fry jetzt gleich auch raus. Da gehe ich mal wieder so ein paar Clans besuchen, also so auf Hidden Tour. Und vielleicht komme ich ja an euren Clan, weiß ich nicht, wenn ihr einen durchgemaxten Rathaus-Szene haben möchtet, indem es sich lohnt, mal zu spielen, dann komm ich vielleicht zu euch oder ihr ladet mich ein oder was auch immer. Aber der ist hier im Moment auch nur Placeholder. Deswegen ziehe ich auch nur so 1-2 von meinen Accounts raus. Und ich wollte gerade sagen, viel ist hier jetzt nicht mehr da, aber viel ist auch nicht mehr an Truppen da. Da sind nur 2 Tesla. Aber die Titans hier, die E-Titans, die haben auch ziemlich viele Trefferpunkte. Und das reicht vollkommen aus, um da noch ein bisschen was zu machen.
reicht es auf jeden Fall aus, nur was oder so ein bisschen noch was zu machen. Und ihr seht hier unten, der Elektro oder die Elektro-Titan ist auch noch, oder Titanen, so heißt sie ja, ist auch noch fast vollen Lebens. Und so sind das hier echt nochmal nette Sterne gewesen am Ende. Aber okay, es hat nicht gereicht. Jetzt kommt wieder das. Das kann man sich auch sparen. Ja, danke, wir sind so weiter geworden, ich weiß. Aber trotzdem tolle Liga hier, viele Medaillen. Und ich kann jetzt 9-mal Bonus verteilen. Das ist auch sehr cool. Wir haben uns hier drauf geeinigt, dass wir den unteren, die alle Angriffe gemacht haben, gut gekämpft haben, den Bonus eher gönnen als uns 15ern hier. Denn die unteren sollen nachkommen und die oberen brauchen nicht mehr so viele Medaillen, weil die Helden sind schon maxed. Man macht noch ein paar Pets und viele haben schon gesagt, ich will keine oder ich brauche keine. Deswegen gönnen wir hier den unteren eher so ein paar Medaillen. Das heißt also 7 von 7. Wir nehmen den Leon hier mit rein. Wir nehmen den Beckensprung oder Skull. An den Skull konnte ich nicht so oft einsetzen. Also nehmen wir, ich vertraue mal auf den Beckensprung hier. Den Sarius Free to Play muss da auch immer ein bisschen Hit upen. Und wir sind dann eigentlich schon hier oben. Das heißt also, wir nehmen den Sparkling hier noch mit rein. Würde ich mal so sagen. AFA könnte noch wachsen, braucht die Medaillen aber nicht. Wir nehmen den Champ hier. Ich nehme Billy, ist schon ziemlich weit. Jetzt wird schon fast schwierig. Also muss ich doch noch ein paar Medaillen verteilen auf die Leute, die hier cool gekämpft haben. Ich nehme mal den Billy mit rein. Ich nehme den Atreus mit rein. Und ein von mir oder kein von mir? Nee, kein von mir. Ich gönne es den Leuten. Ich nehme den Kai hier. Er hat zwar einen Angriff verpasst und kann sogar noch einen wählen. Alter, krass. Echt krass. Okay, ich habe Skull aus der Versenkung geholt. Dann hat er auch wieder angegriffen. Also gönne ich ihm auch die 80 zusätzlichen Pokale und oder Medaillen. Und dann haben wir den Bonus weg. Gehen dann in die Suche rein. Noch ein kurzer Screenshot für die Ewigkeit. Und dann starten wir den War einmal. Mal sehen, wie viele am Start sind. Oh, 21. Wow, das ist ja cool. 21 Leute. Okay, ich habe jetzt mit 10 gerechnet. 21 Leute sind ja am Start. Also haben die alle wieder Bock. Okay, mal sehen, ob die auch alle kämpfen oder ich wieder ein paar Leute loswerden. Okay, mit Fry wollte ich rausgehen. Leute, 20er CK. Morgen Abend am Start. Richtig coole Sache. Und ich freue mich in jedem Fall drauf. Das, was ich auch immer noch mache, ich mache hiervon auch einen Screenshot. Den bearbeite ich immer kurz, damit ich sehe, wer hier den Bonus bekommen hat von uns. Und dann kann ich hier sagen, fertig. Speicher in den Fotos. Dann weiß ich in der nächsten Saison, wer hat Bonus bekommen, wer bekommt nächstes Mal Bonus. Okay Leute, ich hoffe, die kurze Folge hat euch trotzdem ganz gut gefallen. Wenn ja, dann lasst mal einen Daumen nach oben da, abonnieren nicht vergessen, am Kanal dranbleiben. Twitch.tv/Schräger Toto Clash heute Abend mit Clash auf ganz, ganz entspannt. Bis dahin, danke für eure Aufmerksamkeit. Euer Toto, Clashed.